Nach und nach werden die Verletzten von Bord getragen. Der zerstörte Bug des Schiffes lässt die Kraft des Aufpralls nur erahnen. Mit rund 130 Passagieren an Bord rammt die Swiss Crystal einen Brückenpfeiler, offenbar frontal. Mindestens 25 Menschen werden verletzt, 5 davon schwer. Ein komplizierter Einsatz für die Rettungskräfte. Und was es halt unglaublich schwierig macht, ist, wenn dieses Passagierschiff auf dem Wasser steht, erstmal den Zugang zum Schiff zu ermöglichen. Das ist das, was es kompliziert macht. Und in diesem Fall war einfach das Gute, dass direkt ein anderes Schiff längs anlegen konnte, sodass wir die Passagiere evakuieren konnten. Gegen 9 Uhr abends kommt es an einer Rheinbrücke nahe Duisburg zum Unglück. Warum das Schiff auf den Pfeiler auflief, ist noch unklar. Wer unverletzt bleibt, wird mit Booten an Land gebracht. Die Schwerverletzten werden direkt an Bord versorgt. Erst Stunden später können sie in die umliegenden Krankenhäuser gefahren werden. Statiker überprüfen in den Morgenstunden die Stabilität der Brücke, während das Unfallschiff abgeschleppt wird. Untersuchungen sollen jetzt die Ursache des Unfalls klären.